Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe hier auf Andis Kinoblog und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch heute ein kleines Update-Video präsentieren, zwecks meines Proton-Packs. Es ist ja schon ein bisschen her, wo ich mein letztes Video hochgeladen habe und mein letztes Video war ja gerade so die Lackier- und Ausspachtelphase. Die ist natürlich jetzt vorbei und es hat sich einiges getan. In den letzten Wochen konnte ich natürlich nicht viel machen, hatte ich auch ehrlich gesagt nicht viel Muße zu, aufgrund natürlich von Arbeiten. Dann kam Urlaub dazwischen. Es ist natürlich auch extrem warm momentan hier bei uns in der Region und man möchte ja auch dann lieber draußen sein, grillen, Motorrad fahren und mit seinen Freunden die Zeit verbringen und halt auch mal was anderes machen wie am Pack bauen. Ich habe ja gesagt, ich möchte mir mit dem Bau des Packs wirklich Zeit lassen. Das tue ich auch. Wenn ich natürlich nächstes Jahr gen Winter fertig werde, dann ist das Pack für nächstes Jahr hoffentlich einsatzbereit. Aber ihr könnt ja schon hier einige Fortschritte sehen, was ich bis jetzt alles gemacht habe. Ja, ihr könnt ja schon gucken, ich habe fast Originalteile von Ghostbuster Fans benutzt. Was heißt Originalteile? Bei dem Wort Original muss man natürlich immer vorsichtig sein. Also es sind hier diese Clipparts, die kann man natürlich kaufen. Es sind jetzt in dem Sinne, was heißt Original? Ja, die sind natürlich aus Metall und werden halt für Ghostbuster Fans verkauft. Dann hier diese Clipparts. Ja, die sind auch wirklich, das sind Originale bzw. richtige. Ja, und so weiter und so fort. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich auch schon den V-Hook befestigt. Da muss ich allerdings noch die Schräubchen, sag ich mal, ein bisschen abflexen. Das ist nachher die Halterung, wo die Gun, die Proton Gun bzw. Neutrina oder Neutrino Wand drankommt. Und der Blaster, der Strahler, der Werfer, wie auch immer. Ja, ansonsten habe ich viele Sachen schon drauf montiert. Hier das Ribbon-Kabel ist schon fest. Wie gesagt, ja, die roten Plexiglasscheiben sind schon drin, genauso wie auch das blaue Kabel. Und ansonsten fehlt jetzt hier noch einiges an Verkabelung. Der Bumper muss noch hier oben drauf. Aber ihr seht schon, Schritt für Schritt wird das was. Und mir gefällt das auch wirklich gut so. Ich finde das richtig cool mittlerweile. Und ja, man kann auch stolz sein, dass man es selber baut, was heißt selber baut, teilweise selber zusammenbaut. Und ja, so schwierig ist es gar nicht. Ich habe mir das schlimmer vorgestellt, aber es ist wirklich soweit in Ordnung. Ja, es sind natürlich hier noch so kleine Gittermatten reinzubringen und ja, das wird noch jede Menge Arbeit werden. Aber ich hoffe, dass es gut wird. Dann kommt natürlich noch die Elektronik, den Werfer, den Neutrino-Werfer muss ich dann noch zusammenbauen. Und dann die ganze Elektronik, ich sag mal, verlegen. Hier muss ich noch ein Loch bohren, damit der Schlauch noch hier reinpasst. Beziehungsweise auffräsen oder aufschneiden. Keine Ahnung, wie ich das noch mache. Muss erstmal gucken. Aber ansonsten, ja, denke ich mal, wird das. Ja, nicht lang schnacken, Kopi nacken. Ich denke mal, ihr habt jetzt soweit alles gesehen. Ich werde euch natürlich bei meinem nächsten Update-Video, wenn ich dann anfange, die Gun zu bauen und die Elektronik zu machen, mal gucken. Es haben mir noch einige Leute Hilfe angeboten in Sachen Elektronik, weil da bin ich eigentlich komplett ein Nerd, sage ich ganz ehrlich. Aber ja, wir werden sehen. Es wird funktionieren. Ich bin da guter Dinge. Hier nochmal bisher Dankeschön an alle, die mich unterstützt haben mit Rat und Tat. Und ja, das war es jetzt hier von mir. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Update-Video zum Thema Proton Pack Ghostbusters. Und ja, haut rein, macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann, ciao.